Ich schätze, das hängt vom Preis ab. Die Aufsicht hat Zeka genau im Visier. Und indem ich sie mit dir losschicke, habe ich ihr vielleicht genug Seil gegeben, um sich selbst zu erhängen. Ich glaube, dass sie auf sich selbst aufpassen kann, aber ich gebe mein Bestes, dass ihr nichts passiert. Also gut. Gibt es dazu noch was, das du wissen musst? Du scheinst viel von Zeka zu halten. Eine vorbildliche Soldatin. Beharrlich, selbstlos, einfallsreich. Gestrandet zu sein, ist sehr zermürbend. Jeder wird irgendwann müde, aber sie nicht. Noch nicht. Ich verlasse mich immer mehr auf sie. Sie ist unsere beste Hoffnung, die Vermissten zu finden, ganz sicher. Du sagtest, eure Lage sei verzweifelt. Wie ist es dazu gekommen? Wir segelten über den großen Ozean. Das war die wichtigste Mission des Stammes seit einem Jahrhundert. Sie sollte mein Abgesang sein. Jetzt wird sie meine Grabinschrift. Auf halber Strecke traf uns ein Taifun, der die Flotte spaltete. Ich weiß nicht, was mit den anderen geschah. Verschollen, gestrandet, vermutlich gesunken. Ich weiß nicht, es gibt immer Hoffnung. Nachdem wir gestrandet waren, schickte ich Spähboote die Küste entlang aus. Keines kam zurück. Und ich habe weder die Mittel noch die Leute für eine Suche. Erst verlor ich die Hälfte meiner Flotte, jetzt die Hälfte der Überlebenden. Erzähl mir nichts von Hoffnung. Und doch fand Zeka auf dem Fokus einen Hinweis. Du bist genau wie sie. Du gibst nicht auf. Die Aufsicht scheint hier sehr viel Einfluss zu haben. Die Aufsichtsoffiziere sind die Augen und Ohren des Kaiserhauses. Es ist ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Weisheit unserer Ahnen nicht in Feindeshand fällt. Und so spüren sie die Untreuen und Ungehorsamen auf. Kontrollen, Verhöre, alles im Namen der Sicherheit. Ich sehe nur einen Mann, der in eurem Lager für Unruhe sorgt. Gemocht zu werden, ist nicht die Aufgabe der Aufsicht. Falls wir je nach Hause zurückkehren, wird Reng seinen Vorgesetzten über die Crew berichten. Das verschafft ihm sehr viel Einfluss. Ich kann nur beten, dass er ihn für das Allgemeinwohl nutzt. Ich helfe Zeka, deine Leute zurückzubringen. Falls sie überhaupt noch leben. Pass auf sie auf, wenn du kannst. Easy. Ich muss sagen, diese ganzen Quen-Bereiche, die wirken auf mich sehr wie Monster Hunter ein bisschen. Bisschen orientieren hier in der Gegend. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, was tun, warum tun. Meine Farben. Gucken. Vielleicht ein bisschen hübsch machen. Nö, nichts dabei. Aber hier oben ist doch ein Rüstungskerl. Näher Outfits. 30 Schritte. Oh. Noch 18 Meter. Wahrscheinlich da unten irgendwo. Oh, wohl wirklich hier unten. Aber eher insgesamt nicht so der Bringer.
Das ist ein bisschen schick. Konzentration. Resonator. Konzentration, Regeneration. Ich bleibe bei dem Wohlbekannten. Obwohl das schon ganz schick ist. Ja, egal. So. Wo können wir noch hin? Jäger, Jagdbedarf. Was ist das? Die Werkbank. Was ist das hier oben? Ah, das ist der Maler. Mit dem da unten quatschen. Oh, mit ihr. Das ist sehr nervig. Ich hätte euch offenbar auf Trab. Du hast keine Ahnung. Oder vielleicht ja doch. Lass mich an der Begräbnisstätte auf dem Westhügel. Okay. Okay. Ich muss sagen, ich finde die Stimmen ein bisschen zu schlecht abgemischt. Die sprechen mir viel zu leise. Ja, gucken wir mal, was kriegen wir denn hier am besten? Gibt's irgendwas? Wir könnten den regionalen Eintopf kaufen, das machen wir auch. Haben wir wieder vier Futter. Zum Jagdbedarf. Ich glaube aber, der ist da oben, ja. Können wir hier hochklettern? Nee. So, mal schauen, was gibt's denn hier? Bogen. Jede Menge Bögen. Eine Donner. Rimmglanz brauchen wir. Okay. Schnellreise, das können wir auf jeden Fall mal organisieren. Kaufen. Was kosten denn die 50? Ja, kaufen wir komplett. Einmal die Vorräte wieder aufgestockt. Füllen wir uns mal auf. Wunderbar. Dann gucken wir mal, was wir bauen können. Will ich ehrlich gesagt nicht. Machen wir mal Munition. Jägerpfeile sind schon richtig geil. So, und damit sollten wir eigentlich auch alles haben. Ja, aber brauchen wir noch Fallen? Ja, nee. Tränke, können wir da irgendwie was machen? Auch eher nicht. Beutel können wir auch nicht upgraden. Okay. So, dann geht's. Ja. Richtung Quest, weil was sollen wir machen? Wir sind doch jetzt hier aus dem Hauptspiel rausgekommen.
relativ gut ausgerüstet. Zumindest gut genug, als dass man das hier locker meiner Wahrnehmung bestreiten kann. Was soll ich denn da jetzt groß auffüllen? Das mache ich nicht. Ich will Action. Okay, ich sollte mich mit Zeka treffen und zum Turm aufbrechen. Ja, das machen wir auch. Aloy, hier drüben. Hey, ich bin hier. Also, wie kommen wir zum Turm? Diese Wege führen uns hin. Such dir einen aus. Okay, auf geht's. Die ist nicht so cool, die ist irgendwie ein bisschen blöd. Du weißt sehr viel über mein Volk. Aber ich weiß kaum etwas über dich. Zum Beispiel, wen du auf Sternhöhe suchst. Er ist ein Flüchtling. Komm schon. Das ist doch nicht alles. Konzentrieren wir uns darauf, zum Turm zu kommen. So geheimnisvoll. Geheimnisvoll sind die Besten halt, ne? So, wie kann ich jetzt hier nochmal... Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Man konnte doch irgendwie diese Kralle benutzen. Zum Ziehen. Aber wie ging das nochmal? Aber auch kein Prompt oder dergleichen. Ah, so geht's. Ich hab's auch schon. Mit Dreieck. Nehmen wir alles mit. Ja, wohl klar. Gesehen, wie der Turm einen ganzen Schwarm abgeschossen hat. Die armen Dinger sind südlich von Flottenende ins Meer gestürzt. Habe ich noch nie gesehen. Dieser Turm muss weg. Ja, allerdings. Zum Turm. Als ich das letzte Mal dort war, bin ich nicht weit gekommen. Wir finden einen Weg. Na komm schon. Jetzt rennt er auch noch weg. Egal, wir haben einen Kanister abgeschossen, das ist für mich in Ordnung. Oder? Haben wir doch. Boah, Lava. So, wo müssen wir überhaupt hin? Da ist schon wieder das nächste Lagerfeuer. Ist ja auch blöd von der Mechanik her, dass du am Ende vom letzten Teil dann fliegen konntest und jetzt hier am Anfang vom ersten
DLC dann, falls es überhaupt weitere gibt, schon wieder nicht mehr fliegen kannst. Sowas kann ich mir leiden wie Bauchschmerzen. Okay, die sind mir krass neugierig hier. Aber war hier nicht auch... Was sind das da für Dinger überhaupt? Wie so Kokons oder sowas. Komisch. Halt, das hat doch jetzt Schaden bekommen. Da müssen wir drauf achten. Genauso wie diese Dinger hier. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ah, hier ist das Feuer. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Warte mal. Schrotthaufen durchsuchen. Können wir immer gebrauchen. Können wir den auch durchsuchen? Ja. Immer schön sammeln, was geht. Vorne sind auch wieder so eine Eier. Okay, was bist du denn? Hässliche Maschine. Wir müssen sie erledigen, um in den Turm zu kommen. Und zeig mal, was du kannst. Wach gegen Feuer. Okay, das kriegen wir ja wohl hin. Ich geb dir Deckung. Krass, was ein riesen Vieh das ist, ey. Und der... Oh, der lässt die Dinger fallen, ich verstehe. Oder? Nee, das sind nochmal andere. Noch mehr eine Säureglibber. Okay. Oh shit. Noch andere? Was ist denn das für ein Kackfrosch? Gallbauch. Okay, direkt auf mir gelandet. Sind die wieder da, oder was? Ich hab Bock drauf, dass die einfach wiederkommen. So, was ist das, was gegen ihn hilft? Je mehr, desto besser, oder? Frost ist auch gut. Okay. Frost habe ich, glaube ich, sogar was. Ja. Bringen wir es hinter uns. Wow, wow, wow. Okay, das haben wir.
versuchen wir mal ein bisschen was abzusprengen. Da. Nervig. Boah, wo hänge ich denn hier? Verdammt. Das da hinten? Ja, ne? Wie er die ganze Zeit seine Gülle hier los wird. Und das Aufeinanderhüpfen regt mich auch auf. Ich glaube, wegrollen bringt da nichts. Renn, renn! Oh, ich flippe aus. Wow. Wieder hüpfen. Wir probieren es mal mit der Säure. Shit. Andererseits, Säure macht keinen Sinn, damit greift er uns die ganze Zeit an. Nachgeladen jetzt? Lad doch mal nach. Okay, ich flippe aus, flippe aus. Ja, aber was habe ich denn geschafft, bitte? Ist doch gefragt. Gar nichts geschafft. Flippe aus. Wegrennen. Okay, den nehmen wir nach. Und wieder mal ein Stück wegrennen. Es gibt's doch gar nicht. Rennen, rennen, rennen.
Lauf doch! Edel! Ich flippe aus. Lauf jetzt, lauf! Auch was zum Heilen. Oh shit. Okay, der war gut. Nicht jetzt. Oh, danke. Er ist tot. Erledigt. Ja. Guter Kampf. Ja, Gott. Der Eingang ist in dieser Richtung. Was ein Freak-Vieh. Stellen wir mal her, was wir herstellen können. Man müsste alles auf einmal herstellen können. Das wäre viel besser. So, okay. Die Schrottteile sind jetzt nicht so der Bringer. Nur zwei Scherben. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ja, mit Sicherheit sogar. Geysire. Glaube ich, alles Viecher, die sie kaputt gemacht hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Waffen für den Arsch sind. Dass sie überhaupt nichts bringen. Naja. Oder ich bin einfach so raus, dass ich einfach kacke spiele. Ja, okay, und wo sollen wir denn jetzt hin? Ich muss unsere Wachen später warnen. Diese Maschine war sicher nicht die einzige ihrer Art. Ich habe das Gefühl, dass jeden Tag was Neues versucht, uns umzubringen. Das Gefühl kenne ich. Ist wahrscheinlich auch so. Nach da oben. Geh durch. Ich muss rüber. Schaffst du das? Ja, klar. Weiter bin ich nicht gekommen. Ich habe keinen Weg nach oben gefunden. Ich werde mich mal umschauen. Wieso hat sie denn die Kiste nicht mitgenommen? Verstehe ich nicht. Wenn sie doch schon da war.
Was ist das hier? Ah, okay. Ich weiß, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Aber wo? Ach, da oben. Na also. Den Randale. Auch wegen deines Flüchtlings. Ich muss wissen, mit wem wir es zu tun haben. Es kann doch kein Zufall sein, dass er genau wie meine Leute auf Sternhöhe ist. Er heißt Walter Londra. Er ist ein Zenith. Was die Quen einen lebenden Ahnen nennen würden. Ein lebender Ahne? Aber dann lebt er ja schon seit Jahrhunderten. Bei den Gezeiten. Du meinst das ernst? Was hat sie denn gedacht? Soll ich die veralbern oder was? Nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wo müssen wir überhaupt hin? Hier weiter wahrscheinlich. Ach, dahin, okay. Schön, Seika. Danke. Ich verstehe nicht, warum die jetzt wieder da gewechselt sind zu den farbigen Markierungen hauptsächlich. Das macht für mich null Sinn. Haben sie doch vorher extra gemacht. Ja, klar. Ich muss zuerst näher ran. Hier rum wahrscheinlich dann. Hier ist nochmal so eine Kiste. Also, die anderen Quen, sie haben mich erkannt. Ich sehe aus wie eine eurer Ahnen. Aber ohne eure Wahrsager hat wohl niemand hier die Ähnlichkeit erkannt. Oh, ja. Die übrigen hier sind Seeleute und Soldaten. So geht das denn gerade nicht? Ach so, ja. Unnötig, würde ich behaupten. Komischer Move. Wärst du doch früher hier gewesen, dann hätte ich vielleicht schon mehr geschafft. Du bist bestimmt ziemlich wichtig für deinen Stamm. Ich bin als Ausgestoßener aufgewachsen. Oh. Es tut mir leid. Ohne sie bin ich besser dran. Nach dem, was in der Siedlung war, wäre das bei dir auch so. Ich gehöre zu den Auserwählten. Ich verlasse nicht einfach das Schiff, wenn die See einmal rau wird. Okay. Vergiss es. Ja, super auserwählt. Mhm. Alle. Hier können wir gar nicht raus. Wo willst du denn hin? Hey, wo ist sie denn jetzt? Da. Sollen wir jetzt rüber? Ja, wahrscheinlich. Ich gleite. So ein bisschen Tutorial wahrscheinlich gerade. Schöne Abkürzung. Ich finde einen anderen Weg rüber.
Ah, hier können wir wieder klettern, okay. Setzen die einen unter Druck mit dem Riesen Gallfrosch? Werden wir ihn abschalten. Und geben einem hier aber Tutorial für die ganze Movement-Geschichte. Total Banane. Er hat noch eine Maschine erwischt. Wir müssen ihn stoppen. Frage ist, ist das gut, dass der die Maschinen kaputt macht? Oder ist das schlecht? Oh, hier. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Das sieht definitiv aus wie etwas, das Laundra bauen würde. Wow, okay. Grafisch irgendwie. Aber wie stoppen wir das, wenn ein Teil nicht so der Bringer. Sehen wir uns mal um. So eine Art Drohne oder so. Mal hier reingucken, wo das Kabel hingeht. Geht nach da oben. Klettern wir mal. Das könnte eine Art Zugriffsknoten sein. Ah, eine Konsole. Es kommt runter. Aloy, hoffentlich hat dir dieser Turm gefallen. Er ist nur für dich. Na klasse. Eine Aufzeichnung von Laundra. Eine Erinnerung, dass ich dir, anders als meine alten Kollegen, einen Schritt voraus bin. Oh shit. Sieht nicht gut aus. Er wird auf uns schießen. In Deckung! Wie sollen wir das nur Sprengstoff. Super. Check ich nicht gerade. Wir müssen erstmal Rüstungsteile absprengen, denke ich. Hinten ist ein Energiekern. Ich muss da hoch, um ihn zu zerstören. Hoch. Da. Ich muss auf den Energiekern zielen. Mach ich doch. Oder muss ich hier woanders noch hoch? Moment. Du musst weiter nach oben. Nimm das! Hier kann ich noch weiter hoch oder geht das gar nicht? Okay, also ich muss noch weiter hoch. Aber wie? Wie und wo? Vielleicht von hier innen irgendwie. Ist hier irgendwie noch was? Nee. Wenn kein Dekor führt, muss ich mehr machen. Okay, Moment. Aber wie?
Verstehe es gerade noch nicht so ganz. Das auch nachladen. Okay, der hat irgendwas kaputt gemacht. Okay, das haben wir jetzt schon mal gemacht. Wie kommen wir jetzt weiter? Gibt es hier irgendwo noch mehr? Ach, hier. Hier rüber. Und jetzt? Jetzt? Oh shit. Werde ich nochmal hoch müssen dann, wenn er vorne ist, nehme ich an. Gehst du mal? Irgendwo von hier vorne oder so kämpfen? Nee, ne? Ach, leck mich doch.
seinen Feuermechanismus scannen. Da! Ein Energiekern! Ich muss ihn zerstören und die Waffe aufhalten. Ich muss auf den Energiekern zielen. Ja, versuche ich doch. Warum dreht er sich denn die ganze Zeit, ey? Nicht mal eine Delle. Okay. Alles okay? Ja, ich lebe noch. Ich sehe gerade noch einen Kern. Alles klar, weiter ablenken. Oder muss ich den von hinten wieder... Ach, jetzt... Was hänge ich denn hier fest, ey? Okay, wenn ich da in die Ecke reinschieße, dann geht das. Die Rüstung ist zu dick. Ja, komm wieder her, Freund. Okay, geschafft. Kann ich hier nichts looten? Blöd. Tja, das ist nicht ganz so gelaufen wie erwartet. Ist doch alles gut. Und jetzt kann deine Maschine uns nach Sternhöhe bringen, richtig? Ja. Sie flog beim Absturz weg. Ich muss sie zurückrufen. Ein Schritt näher an meiner Schwester und dem lebenden Arm, den du suchst. Aber ich sollte zuerst beim Admiral Bericht erstatten. Ihm versichern, dass wir Fortschritte gemacht haben. Okay, wir treffen uns dann in der Siedlung. Weißt du, ich bin froh, dass du dabei bist. Saker ist nicht wie die anderen, Quinn. Das steht fest. Der Turm ist jetzt abgeschaltet. Ich könnte mich umsehen, bevor ich sie treffe. Und nebenbei vielleicht Vorräte auffüllen.
Also, zurück in die Runden. Okay, also wollen wir los zur Sternhöhe? Nein, noch nicht. Ich muss erst noch was erledigen. Gut, komm, wenn du bereit bist. Das perfekte Outfit für dich.